Ja, das werde ich nicht lange anlassen hier. Das ist nämlich sehr ressourcenintensiv auf diesem alten Netbook, auf dem ich das hier aufnehme. Das kennt aber wahrscheinlich eh schon jeder, der das Video hier guckt. Deswegen kann ich jetzt auch diesen Tab schließen. Ja, es handelt sich um Minecraft. Das ist ein Spiel, was ich Anfang 2019 gemacht habe. Und erstmal zur Technik übrigens, ich nehme das hier mit einem Full HD Bildschirm auf an dem Netbook. Und das ist für ein Netbook mit einer sehr schlechten Grafik und einer sehr schlechten CPU sehr aufwendig. Deswegen habe ich auch eine geringe Bildrate von 5 eingestellt. Also es wird ruckelig, aber dafür hat man Full HD und erkennt hoffentlich auch was. Ja, ich habe angefangen hier. Erstmal habe ich das vor ein paar Tagen publiziert. Meinen Zwischenstand, den ich damals 2019 hatte, 1 zu 1, dass man transparent sehen kann, was ich damals schon geleistet habe. Und habe dann seit gestern dran gearbeitet, vielleicht sogar schon davor, etwas das neu zu implementieren. Also Minecraft in JavaScript zu schreiben. Und ja. Das werde ich verlinken hier, das Repository. Ich arbeite hier mit dem Webbrowser MyPol, der basiert auf Firefox. Und so sieht es soweit aus, der Stand. Man sieht, es ist kein. Es ähnelt nicht gerade Minecraft, das Programm zum jetzigen Stand. Aber es sind einige Dinge schon da, die dann später sich weiterverwenden lassen in einem Spiel. Also es. Die Basis ist da, nämlich, dass man hier ein Menü hat, das man öffnen und schließen kann für Einstellungen, dass man links oben Details hat, die man aus- und einblenden kann, dass wir einen P-Knopf haben, um das Spiel zu pausieren. Man sieht auch hier oben links T605, das heißt, das ist 6:05 Uhr im Spiel und 97 ist dann die Zeit im Minecraft-Format. Also solche Dinge habe ich schon, FPS-Wert angezeigt, dass man das etwas untersuchen kann, was passiert. Und vom technischen Aufbau her mache ich das mit, ja, in HTML, wie man sich schon vorstellen kann. Wir haben eine HTML-Datei, die ist sehr langweilig vom Aufbau her. Die ist sogar extrem langweilig, aber trotzdem kann man ja die paar Sekunden warten, bis das dann hier geladen ist. Ja, und dass das hier so langsam ist, liegt wirklich nur an der Aufnahme. Diese Full HD ist eine sehr hohe Auflösung für dieses Gerät. Das ist hier die Datei, die ich beim Entwickeln benutze. Später, das ist in der To-Do-Liste auch weiter unten, möchte ich das dann noch machen, dass das Spiel sich kompilieren lässt, dass man also eine Datei hat und das auch sehr klein und kompakt alles ist. Und ich benutze für diese Anwendung mein Web-Framework Lua, das sich um den HTML-Baum kümmert, um die HTML-Elemente. Und in diesem HTML-Baum, in der Komponente Game, die ich auch gleich mal öffnen kann, aber ich lasse mal den Tab hier geöffnet. Wo haben wir es denn? C Game, ja. Also die Struktur ist so, dass ich C für Komponenten habe, also den Präfix C für Komponenten, also ja, Dinge, die angezeigt werden, Bedienelemente. Und M steht für Models. Und das zeige ich gleich noch. Das ist eigentlich objektorientierte Programmierung, auf Sprachebene nicht, aber vom Konzept her. Dann öffne ich erstmal die Game-Komponente. Ich habe das abstrahiert. Ich weiß nicht wofür. Man könnte jetzt theoretisch zwei Game-Komponenten nebeneinander haben. Da hätte man Split-Screen. Haha, was auch immer das bringt. Und hier sieht man die Game-Komponente, wie die aufgebaut ist. Komponenten in Lua, also ja, das hier oben sind die Imports, das sind die Sachen, die importiert werden aus anderen Dateien. Ich habe mehrere Dateien zur Aufteilung genommen, damit der Code eben nicht in einer großen Datei ist, sondern mehrere. Es gibt manche Menschen, die finden das sehr, sehr wichtig. Diese Menschen, die tragen dann aber gern auch Schals und Kragen und Knopfhemden, aber egal, sie haben einen Punkt. Es ist deutlich übersichtlicher, das in mehreren Dateien zu haben. Und das unterstützt JavaScript ja auch mit solchen Aufrufen hier. Das hier ist komplett ohne irgendeine Toolchain, ohne Webpack oder sowas ähnliches, sondern es wird über Live-Server freigegeben. Das heißt,
Ich kann direkt mir den aktuellen Stand angucken, sobald ich eine der Dateien verändere, wird das neu geladen. Und das Ganze funktioniert ohne, dass da irgendwie was umgewandelt oder kompiliert wird. Da ist kein Babel, kein Webpack, sonst was am Laufen. Die Hauptkomponente Game hat erstmal ein Div außenrum, dann wird ein Spiel erstellt. Das ist jetzt aus dem Model. Also Game Create ist eine Methode, der Constructor sozusagen von der Spielkompo nee, nicht, Komponente eben nicht, von dem Spielmodell. Ja, die Aufteilung ist, Komponenten sind eben sichtbare Dinge, die man einbinden kann und sehen kann. Zum Beispiel haben wir auch das C-Menü, wenn ich hier Escape drücke, dann wird das Menü angezeigt. Und das ist die Menükomponente, die in der Datei hier drin ist. Und das andere, die Modells, das sind ja eher abstraktere Sachen. Also Sachen, die man nicht direkt sehen kann, sondern die man, in denen man Verhalten, Merkmale und so weiter definieren kann. Es gibt in Java oder auch in JavaScript und vielen anderen Sprachen Klassenkonstrukte, dass man dann sagen kann, Class Game und dann ist dann Constructor drin und verschiedene Methoden. Und ich habe das aus Optimierungsgründen, weil sich das dann später besser zusammenpacken und optimieren lässt. Also zum Kompilieren, da habe ich schon vorausgedacht, habe ich nicht das Klassenkonstrukt genommen, sondern ich habe eine Constructor-Funktion erstellt. Die erstellt ein neues Spiel in Form von einem einfachen Object, wo die Klasseneigenschaften einfach nur Eigenschaften von diesem Object sind. Und performancemäßig ist das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil das optimiert wird. Also moderne JavaScript-Engines, die optimieren das, die versuchen das hier intern als Klasse abzubilden. Also man muss nicht jedes Mal, wenn man jetzt hier zugreift auf zum Beispiel Resolution War oder Renderer, da muss er nicht jedes Mal in der Hashmap nachgucken und diesen String Renderer suchen, sondern das wird am Anfang optimiert. Also der greift direkt dann nur auf eine Speicheradresse zu und diese Namen hier werden wegoptimiert am Anfang. Deswegen ist das von der Performance hier mindestens genauso gut. Vielleicht sogar besser. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und hier sehen wir, was ein Spiel für Eigenschaften hat. Flags, das sind so Ja-Nein-Eigenschaften, True und False. Dann ein Renderer, das ist eine andere Klasse. Ich habe eine extra Klasse für das Darstellen, für die Darstellung des Spiels erstellt. Renderer habe ich die dann genannt. Und am Anfang gibt es erstmal keinen Renderer. Und dann gibt es eine Methode GameStart. Und die ganzen Methoden, man sieht's, haben als erstes Attribut immer das Model, also die Instanz, auf der die Methode aufgerufen werden soll. Also hier kommt immer das Game rein. Das Game-Objekt, was hier oben von dem hier zurückgegeben wird, um das Spiel zu starten, ruft man das dann so auf, dass man erstmal das Game dann gibt und dann in dem Fall das Canvas-Objekt und das Canvas-Objekt ist die Zeichenfläche. Das ist das, wo diese schönen blauen Pixel hier dargestellt sind mit. Das ist ein HTML-Element, das erlaubt, dass man da Bitmaps darstellen kann. Also Pixel als Bytes als Pixel darstellen kann. Ohne dass man jetzt für jedes Rechteck ein eigenes HTML-Element, so habe ich das ja früher gemacht, einen eigenen Container für jedes Quadrat hier erstellen muss. Ja, hier sieht man jetzt in der Game Komponente wieder, also hier sind wir jetzt wieder auf der Darstellungsebene für mein Web-Framework. Da wird für jede Komponenteninstanz wird ein Game erstellt, eine Game-Instanz von dem Modell. Und damit wir nicht bei jedem Mal, wenn das gerendert wird, dass die Komponente, denn all das hier wird ja aufgerufen, jedes Mal, wenn die Komponente gerendert wird. Und damit wir nicht für jeden Renderdurchgang ein neues Spiel erstellen, das wäre totaler Wahnsinn und würde auch nicht viel bringen. Deswegen ist hier Hook Memo außenrum und Hook Memo sorgt dafür, das ruft diese Funktion da drin einmal auf und gibt immer den Rückgabewert zurück. Also
wenn die Komponente hier erstellt wird, für diese Instanz wird Game Create nur einmal aufgerufen. Und bei allen folgenden Aufrufen bekommt man hier dieselbe Instanz raus. Also Model ist immer die Instanz hiervon. Dann haben wir drei Hook-Effekt-Aufrufe. Das ist etwas Ähnliches. Ich könnte das, was da drin steht, auch ohne Hook-Effekt direkt hier drin haben. Dann ist nur eben das Problem, dass es jedes Mal aufgerufen wird, wenn Game gerendert wird, wenn Game verändert wird oder so, neu gezeichnet wird, also die Komponente. Dann wird das alles nochmal aufgerufen und das ist ein unnötiger Overhead. Und deswegen Hook-Effekt ruft die Funktion da drin. In dem Fall hier nur ein einziges Mal auf, wenn die Instanz erstellt wurde. Und das sorgt dafür, dass man von außen über dieses Ref-Objekt, das hier reingegeben werden kann, auf diese Game-Instanz zugreifen kann. Das zweite Hook-Effekt bekommt ein zweites Attribut, und das sind nämlich die Dependencies. Und das heißt hier auf gut Deutsch, das hier drin wird einmal am Anfang aufgerufen, wenn die Instanz erstellt wird. Und jedes Mal, wenn sich entweder das hier oder das hier ändert. Also jedes Mal, wenn die Größe sich ändert, wenn ich die Fenstergröße ändere, zum Beispiel so, wird das einmal aufgerufen mit der neuen Breite und der neuen Höhe. Man hat gesehen, das hat sich verändert in der Breite und Höhe. Und das dritte ist die Renderfunktion von dem Renderer, also die Funktion, die die Pixel hier in das Canvas reinzeichnet, die Bilddaten reinzeichnet, reingibt. Und das wird dann später das Raytracing sein. Und jetzt momentan ist diese Funktion auch verantwortlich dafür, den Status hier links oben zu rendern. Also man sieht ja, das verändert sich. Und dann sehen wir hier FPS. Da steht jetzt 20, 17, 25, 29 FPS. Und das zählt, wie oft das hier aufgerufen wird. Dann ist hier einmal der Aufruf Hook Re-Render und das ist eine GUI-Funktion, die sorgt dafür, dass diese Komponente hier, also diese Game-Komponente, bei jedem Einzelbild neu gerendert wird. Das heißt, jedes Mal, wenn der Bildschirm sein Einzelbild gezeichnet hat, das sind jetzt in dem Fall hier 60 FPS, idealerweise, also bei mit der Aufnahme, Bildschirmaufnahme, die ich hier mache, natürlich nicht. 60 Mal pro Sekunde wird also diese Game-Komponente neu gerendert. Das heißt, GUI führt das hier aus und guckt, ob sich hier irgendetwas verändert hat. Ob sich das Canvas verändert hat, in dem Fall nicht. Aber zum Beispiel, ob die Diagnose an- und ausgeschaltet wurde. Zum Beispiel, wenn die vorher aus war und dann an ist, dann erkennt GUI das, dass sich das verändert und dann wird die Diagnose-Komponente, also das Textfeld hier oben links, eingebaut oder ausgebaut. Gemountet oder geunmountet. Und hier ist das Menü und wenn sich Flag-Menü im Game-Modell ändert, kann ich direkt mal zeigen, da haben wir es, Flag-Menü. Das heißt, ich muss nirgendwo irgendwie ein Zeta aufrufen oder so, ich kann einfach Flag-Menü auf True setzen irgendwo und dann wird beim nächsten Einzelbild hier von GUI erkannt, dass jetzt plötzlich hier ein Menü einzubinden ist. Und ich habe noch, das ist eigentlich nicht so wirklich notwendig. Ich hätte auch das hier in dem Fall wirklich rausholen können aus diesem Hook-Effekt, weil das sollte ja eigentlich nur 60 Mal die Sekunde höchstens aufgerufen werden. Aber ich habe mir gedacht, um zu garantieren, dass wir nicht mehr als ein Bild pro Einzelbild rendern. Als Beispiel, wenn wir, es gibt auch andere Gründe, warum eine GUI-Komponente gerendert werden kann. Beispielsweise, wenn sich ein State ändert oder so. Könnte er später noch kommen. Und dann würden wir innerhalb von einem einzelnen Bildschirmframe zweimal den Raytracer aufrufen. Das wäre völlig unnötig, weil wir ja nur das zweite Bild von den beiden sehen können. Und deswegen habe ich hier noch über diesen Aufruf von Now. Und Now gibt das den Zeitpunkt von dem aktuellen gezeichneten Bild zurück. Und darüber wird erkannt, ob das ein neues Bild ist. Wenn wir jetzt also zweimal rendern würden in einem Einzelbild vom Bildschirm, wäre hier zweimal der gleiche Zeitwert und dann würden beim zweiten Mal das hier nicht aufgerufen werden, weil erkannt wird, dass sich diese Abhängigkeit nicht verändert hat. Ja, Renderer, Render. Übrigens, hier sieht man natürlich auch das Gleiche. Ich habe die Renderer-Instanz
Und in objektorientierter Notation würde man schreiben model-renderer.render, Klammer auf now, Klammer zu. Aber weil ich ja eben das hier nicht mit Klassen gelöst habe, sondern so, muss dann die Methode direkt hier importiert werden und ihr Sys-Objekt sozusagen als erster Parameter übergeben werden. Und die Renderer-Klasse möchte ich jetzt auch gleich mal angucken. Ich möchte jetzt nur schnell nochmal die Game-Klasse öffnen, mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ja, genau, es gibt die Start-Methode, die sorgt dafür, dass alle 50 Millisekunden ab jetzt eine Tick-Methode aufgerufen wird. Ich habe mich übrigens bei diesen Zeitwerten an das originale Minecraft gehalten, um dann möglichst das ähnlich zu machen. Und es wird ein Renderer erstellt mit dem Canvas-Objekt, also mit der Zeichenfläche. Die wird direkt weitergegeben an das Renderer-Objekt, an die Renderer-Instanz. Dann haben wir hier die Funktion, die die Breite und Höhe von der Zeichenfläche setzt. Und hier kann man auch das Scaling setzen, das heißt, wie groß ein Raytracing-Pixel sein soll auf dem Bildschirm. Weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel 1 nehmen würden, dann wäre das ein ziemlich großer Aufwand. Kann ich einfach mal demonstrieren. Jetzt tue ich das mal nach ganz hinten. Und jetzt sieht man zwar, dass wir ein sehr, sehr flüssiges Bild haben. Jetzt muss ich gleich wieder pausieren, weil das jetzt ein sehr großer Rechenaufwand hier ist. So, also wir haben jetzt ein Verhältnis von 1. Also man sieht hier links auch hinter dem R-Doppelpunkt, da steht jetzt x1. Das heißt, jeder Bildschirmpixel bekommt einen Ray. Also für jeden Bildschirmpixel wird jetzt berechnet, welche Farbe der haben soll. Und das sind jetzt 1920 mal 987. Und all diese Pixel, ich kann ja mal einfach, um anzugeben, dass ich weiß, wie man einen Taschenrechner bedient, mal einen Taschenrechner öffnen. Und dann das mal ausrechnen. 1920 mal, wo ist hier mal, wo ist vor allen Dingen mein Mauszeiger? Da. 987. So. Das sind fast 2 Millionen. Also es wird für jedes Einzelbild fast 2 Millionen Mal diese Funktion aufgerufen. Und das ist sehr viel. Erst recht auf diesem Gerät hier. Und deswegen habe ich die Funktion eingebaut, dass man hier eine Skalierung hat. Also dass man einstellen kann, dass mehrere Bildschirmpixel geteilt werden von einem einzigen berechneten Pixel. So, das ist jetzt mal hier eine Maßnahme. Und dann geht das auch einigermaßen flüssig. Und auf schnelleren Computern, wenn man einen hat, kann man natürlich dann die noch kleiner einstellen, auf 4 vielleicht oder so. Und dann merkt man das schon deutlich weniger, dass das so verpixelt ist. Da gewöhnt man sich dann dran. Ja, hier wird das berechnet. Also die echte Breite wird geteilt durch das Scaling. Und jedes Mal, wenn die Auflösung geändert wird, wird das Canvas-Objekt angepasst. Also die Zeichenfläche, die bekommt dann die neue Auflösung reingesetzt. Und dann wird auch ein neuer Kontext erstellt zum Zeichnen. Das ist jetzt sehr technisch. Dann haben wir hier den Keyhandler, der also, wenn eine Taste gedrückt oder losgelassen wird, das behandelt und irgendwas tut. Und hier ist die Tick-Funktion. Und hier kommt dann später Physik rein. Also als einfaches Beispiel, ob Bäume wachsen sollen, wenn man Wasser dann irgendwann hätte, das Wasser sich weiter ausbreitet. Oder Feuer oder Gewächs, wenn man einen Acker hat und da etwas anbaut, dass es dann wächst irgendwann. Oder was gibt es noch für Ticks? Vielleicht Entities, also ob jetzt ein Mob, ein Zombie zum Beispiel guckt, ob ein Gegner in der Nähe ist. Das passiert, glaube ich, abhängig von Ticks auch. Und ja, ich habe hier deswegen noch nicht so viel drin. Die Autoscaling-Funktion habe ich hier reingetan und die guckt, wenn die FPS zu niedrig ist, dann werden die Rechtecke größer. Und wenn die FPS hoch genug ist, dann wird es kleiner, dann wird es feiner, das Bild. Und ich habe mir gedacht, zwischen 20 und 40 ist eine gute Maßnahme. Man kann das natürlich auch ausstellen, falls man das selbst einstellen möchte. Deswegen habe ich ja auch dieses Einstellungsmenü hier damit befüllt. Dann kann ich nochmal reingucken, was beim Renderer-Modell drin ist. Das lädt jetzt natürlich sehr lange. So.
Ja, das ist der Constructor vom Renderer. Hier haben wir einmal das Canvas-Objekt direkt drin, was wir bekommen. Dann Flag Dirty, das habe ich deswegen gemacht, wenn man pausiert hat, wird er nicht gerendert. Aber wenn man im Einstellungsmenü hier die Skalierung ändert, dann will man ja irgendwie eine Vorschau haben. Und darüber habe ich eben geregelt, dass selbst wenn es pausiert ist, aber dieses Flag gesetzt wurde, dass es dann trotzdem gerendert wird. Das sieht man hier unten. Wenn ich da irgendwann mal ankomme, da. Hier ist der Teil, wo der Diagnosetext reingeschrieben wird, wenn er aktiviert ist. Und hier haben wir noch Renderer Canvas Init. Ach ja, wichtig ist übrigens auch immer das Disjoin, wenn nämlich das Spiel gelöscht wird, dass dann auch diese Intervals, also diese Timer, die von selbst in regelmäßigen Zeitabständen irgendwas ausführen, dass die dann auch gestoppt werden, damit nicht, wenn das Spiel schon beendet ist, immer noch weiter zum Beispiel die FPS berechnet wird. Das nennt man ein Leak. Ein Memory Leak. Und hier ist jetzt der momentane Raytracer sozusagen, also hier ist der Pixel Shader, der berechnet, welches Pixel welche Farbe bekommen soll. Das ist jetzt nur so eine mathematische Spielerei, halt diese Wellen hier, einmal von links nach rechts, 10 Wellen. Und dann ist dann noch der Zeitfaktor, damit sich da auch was bewegt. Und das wird natürlich sofort ersetzt. Das ist einfach nur ein Platzhalter, dass man schon mal sehen kann, wie die einzelnen Pixel dann später berechnet werden. Also der Teil hier, der bleibt sozusagen so, aber der Teil hier wird ersetzt durch eben einen Algorithmus, der für den einzelnen Strahl die Farbe ermittelt. Und dann wird immer, nachdem die Pixeldaten gesetzt werden, die Pixeldaten reingemalt in das Canvas mit dieser Methode hier. Und wenn die Auflösung geändert wird oder auch am Anfang, wenn das Spiel startet, dann muss so ein Kontext erstellt werden und davor wird die Breite und Höhe von der Zeichenfläche gesetzt. Und dann erstmal die Alpha-Werte. Also jeder Pixel besteht aus vier Einträgen, nämlich RGBA und A steht für Alpha. Und wenn das 255 ist, dann ist das deckend und wenn das 0 ist, dann ist das durchsichtig. Und damit man überhaupt was sieht, damit das Bild nicht komplett durchsichtig ist, habe ich hier die Alpha-Werte für jedes einzelne Pixel im Bild auf 255 gesetzt. 255 hätte ich auch schreiben können als 0xFF. Lasse ich sogar jetzt direkt so, weil ich es kann. Ja, das war's von dieser langweiligen Präsentation. Ach ja, ich habe als Orientierung, ich übernehme hier nichts eins zu eins, aber ich habe hier als Orientierung die alten Quelltexte, die ich geschrieben habe 2019. Und daran werde ich mich wahrscheinlich inspirieren lassen oder vielleicht sogar orientieren. Ich versuche aber möglichst alles neu zu machen, weil ich ja natürlich in der Zwischenzeit sehr viel dazugelernt habe, was Performance angeht. Und generell bin ich ja schlauer geworden. Deswegen werde ich nicht versuchen, das eins zu eins zu übernehmen, sondern neu zu erfinden, das Rad. Aber ich habe ja hier immer eine Orientierung, wo ich mich dran inspirieren kann. Inspirieren lassen kann sogar. Das war's soweit hiervon und selbstverständlich ein langweiliges Video. Und wer bis hierhin geguckt hat, der sagt mir mal das Codewort. Das Codewort lautet Chunk und derjenige bekommt dann direkt 5 € auf die Hand.